Ihr Lieben, ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, was ich mir so koche. Generell ernähre ich mich ja vegan-vegetarisch, also das heißt, ich esse keine Tiere, also kein Fleisch, kein Fisch oder keine Meeresfrüchte. Das mache ich ja schon sehr, sehr lange. Also es gab halt ein einschneidendes Erlebnis. Dann kann ich euch natürlich, wenn ihr möchtet, auch mal berichten. Heute zeige ich mal ganz fix, wie man schnell ein frisches, leckeres Gericht kochen kann. Und zwar habe ich hier Pfannen-Gnocchis, also die sind schon vorgefertigt, die brauche ich quasi nur anbraten. Da habe ich mir gedacht, die kann ich wunderbar dazu essen, zu meinem Gemüse. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir eine Pilz-Paprika-Lauchpfanne. So, jetzt werde ich erstmal alles schnippeln, säubern und dann werde ich das auch in die Pfanne reinmachen und dann kommen zum Schluss die Gnocchis hinzu. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mache. Das Gemüse lasse ich jetzt erstmal garen und dann werde ich noch hinzufügen, einfach aufgrund des Geschmacks, Gemüsebrühe. Das ist eine fertige. In der Vergangenheit habe ich auch schon häufig Gemüsebrühe selber gemacht. Da nehme ich dann ungefähr 2 Teelöffel und da habe ich ein bisschen Wasser reingemacht und dann vermenge ich das jetzt hier. Wenn das alles so am Köcheln ist, dann werde ich noch mal Sojasauce hinzufügen. Und dann kommen natürlich auch noch die Gnocchis hinzu. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Wie sprecht ihr das aus? Sagt ihr Gnocchis oder sagt ihr Knotschis, Knautschis, Gnocchis oder... Ja, weiß ich auch nicht, wie man das noch aussprechen kann. Ich habe es Jahre falsch ausgesprochen. Auch Bruschetta habe ich jahrelang Bruschetta ausgesprochen. Oder auch diese Marke Moschino habe ich jahrelang Moschino gesagt. Da musste in der Tat eine Italienerin kommen und mir erstmal sagen, es heißt Moschino, es heißt Bruschetta und das heißt Gnocchis. Und ich so, ah, okay. Aber ist ja so, ne? Wenn man nicht Einheimischer ist von einer Sprache, spricht man das so aus, wie man das liest oder sich so denkt mit seinen Buchstaben. Habt ihr auch irgendwelche Begrifflichkeiten, wo ihr irgendwie das so aussprecht, wie ihr der Meinung seid und es hat sich so eingebürgert und dann spricht man das so aus? Das ist jetzt das, was ich mir aufgefüllt habe und ich habe eben auch schon probiert. Es schmeckt wirklich richtig lecker. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr keine Zeit habt, aber ihr möchtet schnell etwas Gesundes essen und was auch schnell satt macht, dann kann ich diese Pfanne nur empfehlen. Und für die, denen Fleisch fehlt, da könnt ihr ja auch ein bisschen Fleisch dann anbraten, da untermischen und dann habt ihr ein perfektes Gericht.
würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin! Okay, okay, maybe you